So, also gehen wir wieder zurück nach Prahn. Und ja, das ist der König. Nein, das ist Rafat. Wir müssen in die Schenke. Aleiden oder Erdtümer haben wir schon. Ich glaube, es war. Es sind zwei neue hier. So, hervorragende Arbeit. Ihr habt genug Männer rekrutiert, um es mit den Banditen aufzunehmen. Nun Reisende nach Prahm sagten uns, dass eine kleine Gruppe Räuber außerhalb der Stadt lauert. Ich befürchte, sie gehören alle der gleichen Bande an, nämlich der, die meinen Bruder entführt hat. Findet sie und macht sie nieder und lasst euch von ihnen sagen, wo ihr Lager ist. Sehr wohl, ich werde Banditen jagen gehen. Alaeddin. Verzeiht, falls ich vorher unhöflich gewesen sein sollte. Was war nochmal eure Geschichte? Okay, ihn hatte ich schon. Und? Ihn auch, okay. Ja. Ja, wir müssen Brot kaufen. Geld. Haben wir genug? Wie geht das? Ah, wir haben ja gar keine Rohstoffe. Ja, zwei Nahrungsmittel reichen. Ich habe Brot gerne, weil das nicht verdorrt, also verdirbt. Und ja, weil es halt relativ viele Zufriedenheitspunkte gibt, um es alleine zu nehmen. Später werde ich es natürlich auch mit anderen Rohstoffen zusammennehmen. Aber für den Anfang ist Brot am besten, ist relativ günstig auch noch. Und ja, also greifen wir an. Was wollt ihr? Ich habe euch gesucht. Sagt mir, wo ihr eure Gefangene versteckt haltet und ich lasse euch laufen. Ha, diese Gefangenen kommen nur frei, wenn ihr Lösegeld habt. Habt ihr Silber mitgebracht? Nein, aber Stahl. Ihr seid auf Räuberbande gestoßen. Ihr habt sieben Soldaten, die gegen ihre vier kämpfen können. Greift den Feind an. So, absitzen. Ist relativ gut, wenn wir nicht so gut reiten können. Und die Armbrust ist halt relativ schwach, also langsam vor allem. Aber die können wir trotzdem benutzen. Wir werden mal ein bisschen hier hochgehen, aber nicht ganz. Und greifen mal mit der Armbrust an. Ich will einfach mal die Leute kämpfen lassen, damit sie Erfahrung erhalten. Yeah, getroffen. Plus zwei gestiegen. Okay. Jetzt ist es relativ schlecht, wenn man wenn man attackiert mit der Armbrust, weil man kann seine eigenen Truppen auch treffen, oder? Und verletzen. So, Chimera ist leider bewusstlos geschlagen worden, aber ja, ist jetzt noch nicht so schlimm. Chimera ist halt einfach ein bisschen schwach und sie griff auch als erstes an und ja, gegen vier Leute ist es nicht gerade gut. So, der Dieb wurde natürlich verwundet. Von dem brauchen wir die Information, dann kann er nicht sterben. Und ja, die anderen drei wurden übrigens auch verwundet. Wahrscheinlich wegen den Keulen. Keulen machen, dass die Leute nicht so verletzt werden, dass sie sterben und ja. Okay.
Ach, verschont mich! Lasst mich am Leben! Lasst mich laufen und ich werde weit weg von hier gehen und ein ehrliches Handwerk lernen. Und ihr werdet nie wieder von mir hören. Ich werde euch am Leben lassen, aber im Gegenzug will ich Informationen. Entweder ihr oder euer Kumpels haben den Bruder eines prominenten Händlers in der Stadt entführt. Sagt mir, wo ihr ihn versteckt haltet und gebt mir euer Wort, dass ihr aufhört, die Leute in diesem Gegend zu belästigen, und ich lasse euch laufen. Mögen es die Götter vergelten, Herr, wir haben den Jungen keinen Haar gekrümmt. Wir haben ihn in unserem Versteck nahe Asgard. Ich werde das Gebiet genau beschreiben, damit ihr es nicht verpasst. Okay, wir können hier Gefangene nehmen. Es ist einfach am Anfang wichtig, dass man keine Gefangenen nimmt, auch wenn sie sehr wohlbringend sind, also viel Geld einbringen. Es macht uns relativ langsam und sie könnten flüchten und sich gegen uns erheben und so Sachen. Da haben wir am Anfang noch keine Gefangenen. Swadische Rekrut können wir aufstocken in Swadische Miliz. Okay, es war ein Jo. Sonst fertig. Es befinden sich 8 Gegenstände in der Ausrüstungstruhe. Erlaubt euren Begleiter, herumliegende Ausrüstung vom Boden aufzuheben. Zugriff auf die herumliegenden Gegenstände. Ausrüstungsverordnung der Begleiter aktualisieren. Wendet euch von der Truhe ab. Sammelt die verbleibenden 8 Gegenstände auf und zieht weiter. Wir nehmen mal das hier. Ausrüstungsverordnung der Begleiter aktualisieren. So. Rüstung verbessern. Pferd verbessern. So. Einhandwaffe. Behaltet eure Einhandwaffe. Nein. Machen wir einfach mal Pfeile. Heißt das jetzt, dass sie sich trotzdem ausrüstet, wenn eine Messerwaffe ist, oder nicht? Ich werde sie mal nicht machen, ich werde einfach mal Bolzen Pfeile reintun. Mal schauen, ob sie dann irgendwas rüstet. Zugriff auf die herumliegenden Gegenstände. Ja. Wir nehmen mal das hier und das hier und die Kappe nehmen wir. So. Ja, sammelt die verbleibenden 7 Gegenstände auf und sieht weiter. So. Okay. Schmierer, hast du dich ausgerüstet? Scheint nicht. Nimm du diesen Waffenrock, diese Mütze, der Knüttel. So. Und mach einen Stein, damit du nicht angreifst. Im Nahkampf, bevor die anderen dort sind. Sonst ist eigentlich relativ gut. Vergiss es. Fertig. So, wir haben ja hier verschiedene Aufgaben. Die sind begrenzt, also diese Quest ist begrenzt, da machen wir die als nächstes. Wir müssen nach Dirim. Okay. Da bist du. Okay. So, ihr denkt,
Ihr habt herausgefunden, wo sie meinen Bruder versteckten. Ausgezeichnete Arbeit. Ich schmeichle mir gerne selbst, dass ich ein guter Menschenkenner bin. Und ihr seht aus wie ein fähiger Mensch. Nun geht und rettet seine unwürdige Haut. Sehr wohl, ich greife nun die Banditen im Versteck an und finde euren Bruder. So, das ist noch wichtig. Burg. Das ist dann einfach die Vorratstruhe für eure Burg, eure Stadt. Aber die können wir natürlich nicht öffnen, solange wir nicht uns diese Stadt gehört und wir säufern gerne. Wegen der Aufgabe, die ihr mir gegeben hattet. Ja, habt ihr Fortschritte damit erzielt? Ich arbeite daran. Okay. Kurz speichern. Läuft gut. So. Okay, das ist das Anführerversteck. Haben wir ein Zeitlimit? Nein. Nun. Wir haben ja gesagt, dass wir nach Dirim müssen. Und Dirim ist aber wir werden noch kurz schauen, wo Kleis jetzt ist. Dazu gehen wir zu einem Adligen. Es ist egal, ob ein er oder ein sie. Und da Aufenthaltsort. Dirim, okay, ist eben noch bei Dirim. Also gehen wir nach Dirim. Ein bisschen weiterer Weg. So, hier ist 30 Ritter Raffarts. Am besten geht hier nicht durch die Wälder, da werdet ihr langsamer und meidet einfach ein paar Steigungen. Und ja, sonst ist eigentlich nicht so wichtig, als natürlich auf den Wegen bleiben. Die sieht man irgendwie nicht. Ah, da sind die Wege. Und der Charakter macht natürlich auch nicht der direkte Weg, sondern der schnellste Weg. Und der war hier rüber. Und dann auf der Straße weiter, weil sie schon relativ schnell sind. Und hier ist eine Karawane, okay. Wir gehen noch kurz zum Ding. Und ja, wir brauchen unbedingt noch ein paar Truppen. Oh. Okay, gut, dass ich das gesehen habe. Wir machen einfach zu viele Verluste, wenn wir die angreifen momentan. Sie sind jetzt nicht schwach, aber sie sind relativ stark, stärker als unsere Truppen. Und ja. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich habe am Anfang einfach gerne zwischen 10 und 15 Truppen. Und das haben wir momentan, mehr brauchen wir nicht. Okay. So, Dirim. Mit Banditen in der Nähe. Hier haben wir ihn. Mein Name lautet Drago Basse, stehe zu Diensten, werter Herr. Ich bin Reichsritter Kles, Vasall von Königreich Spadien und Fürst von Dirim. Ich sehe, dass ihr das Banner eines Adligen tragt. Ja, das müssen wir jetzt nicht lesen. Das haben wir schon gelesen. Ich bringe eine Botschaft von König Halias. Ach, hier unten stehen die Beziehung zu König Halias ist von 0 auf 1 gestiegen und von Kles auch auf 0 und 1. Und ja, wir haben die Quest beendet. Ach, lasst mich einmal sehen. Wohlan, ihr habt gut getan, Drago Basle, mir dies zu bringen. Nehmt meine Siegel als Zeichen meines Empfangs und grüßt König Halas für mich, wenn ihr ihn seht.
habe die Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte. Ich habe da eine Sache, bei der ihr mir helfen könntet. Ein gesetzloser Schurke namens Els der Schöne bereitet mir Schwierigkeiten. Er hat einen meiner Männer ermordet und ist seitdem auf der Flucht vor der Obrigkeit. Ich kann ihn mit meinem schändlichen Tat nicht davonkommen.